Wir stehen zum Existenzrecht Israels und wir wehren uns gegen Menschen, die das in Frage stellen. Dies zu sein ist das eine. Was kann die Politik noch tun oder sollte sie tun angesichts der neuen judenfeindlichen Äußerungen? Oder ist irgendwie, bedarf es nur einen Aufruf an die Zivilgesellschaft? Ja, die Politik ist Teil der Zivilgesellschaft. Wir müssen gemeinsam reden über diesen Konflikt, auch differenzieren und deutlich machen. Erstmal, dass Juden in Deutschland mit dem Konflikt in Nahost genauso viel zu tun haben wie Christen oder Muslime in Deutschland, nämlich überhaupt. Und dass man natürlich Fragen stellen darf an die militärischen Aktionen der israelischen Armee, aber immer vor dem Hintergrund, dass die Hamas auch alles tun, um die Vermeidung ziviler Opfer durch Israel zu hintertreiben. Und eine konkrete Kritik an bestimmten politischen Aktionen oder militärischen Handlungen ist eben etwas anderes, als die Existenz Israels in Frage zu stellen. Und wer das nicht zu unterscheiden mag, dem muss man entscheidend widersprechen. Jetzt ist die letzte Frage sehr engagiert im deutsch-israelischen Verhältnis. Wenn Sie das mitbekommen haben, diese Äußerungen auf den Demos, was denken Sie, was geht Ihnen durch den Kopf? Also das Schockierende an vielen Demonstrationen fand ich die Melange, die da auf die Straße gegangen ist. Rechtsextremisten, Islamisten und Menschen aus der Mitte der Gesellschaft und Linke, die gemeinsam nebeneinander herlaufen. Und man kann an konkreten israelischen Vorgehen Kritik üben, aber man kann sich nicht in eine Reihe mit Antisemiten stellen. Dankeschön.